Hi guys. Hi guys. Today we are in a radio show. We're back home in Germany and we got invited to. Jetzt Feldbauer und Gäste, der Charivari Sonntagstalk. Außergewöhnliche Menschen aus unserer Region. Ganz persönlich mit Herbert Feldbauer. Guten Morgen. Bei dem Winterwetter der letzten Tage, da sehnt man sich nach Sonne, Strand und Meer. Manche haben ihren Sommerurlaub schon gebucht. Und meine Gäste heute, die brechen schon in wenigen Tagen auf. Und zwar auf unbestimmte Zeit. Fabian Zimmermann aus Regensburg und seine Lebensgefährtin Isabella, gebürtige Brasilianerin. Schön, dass ihr hier seid. Guten Morgen. Guten Morgen. Bonjour. Ihr seid zwei Abenteurer, lebt ein Weltenbummlerleben in einem Wohnmobil. Ihr reist auf der Panamericana von Alaska nach Feuerland und ihr bringt tolle Eindrücke mit. Tauchen mit Walhain, von Surfen mit Delfinen bis hin auch mal zu einer kleinen Bärattacke. Gerade seid ihr auf Kurzbesuch in Regensburg, aber es zieht euch schon wieder in die Ferne. Die Erfahrung ist wunderschön. Ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden. Dankeschön. Dankeschön. Danke für die Einladung. Das neue Charivari. Die meisten 80er und die schönsten aktuellen Hits. Das ist der bessere Musikmix zum Wochenende. Charivari. We're here live again in the studio with Herbert, and he just explained us all the tricks with him. Charivari am letzten Sonntag im Januar mit Feldbauer und Gäste, der Sonntagstalk immer von 10 bis 12. Heute meine Gäste Fabian Zimmermann aus Regensburg und Freundin Isabella, ein Weltenbummler-Paar, gerade auf Kurzbesuch in Regensburg. Deswegen freut es mich, dass ihr heute hier seid. Servus. Ja, grüß Gott. Hallo. Was habt ihr euch vorgenommen? Wir reisen momentan die Panamericana, also von Alaska bis Feuerland. Jan Zimmermann aus Regensburg und Freundin Isabella. Ja, grüß Gott. Hallo. Wie funktioniert so ein Aussteigerleben? Welche Ziele und Motivation haben die beiden? Das erzählen die Weltenbummler. Sie sind auch in dieser Stunde hier zu Gast. Das neue Charivari. Die meisten 80er und die schönsten aktuellen Hits. Das ist der bessere Musikmix zum Wochenende. Charivari. Mein Pankreas hat sich ein bisschen entzündet. Hat es geheißen, ich soll langsamer treten. Und das Ende vom Lied, long story short, war, ich bin dann mit meinem Hund, dem Basco, auch nach Barcelona gefahren. Und da hast du die Isabella getroffen. In einem Passat, neben unser Auto jetzt. Genau, einem Passat-Kombi mit Zelt. Ja, und dann ging es halt, wieder zurück. Dann hat man einen VW-Bus, mit dem sind wir dann durch Europa getigert, haben uns dann das Surfen, ich sage nicht angeeignet, wir versuchen es immer noch, wir lernen immer noch. Aber wir sind dann durch Europa mit den zwei Hunden und dem Bus. Und, ja. Genau. Vielleicht auch nochmal kurz Pause, ich hake da nochmal kurz ein. Also ihr habt euch kennengelernt, war das dann so Liebe auf den ersten Blick oder habt ihr einfach festgestellt, Mensch, wir haben die gleiche Leidenschaft, wir reisen gerne, verreisen wir doch mal miteinander. Also wie war es, eher Ersteres oder Zweites? Ja, wir können sagen, das war Liebe in der ersten Blick. Okay. Von meiner Seite, aber nicht von seiner. Ach so. Das ist richtig. Nee, es war halt, mein Gott, man ist halt, man reist halt, man trifft sich, man lernt sich kennen. Es gibt die männliche Perspektive und die weibliche Perspektive. Nee, also es hat schon gepasst alles. Wir sind dann auch, hat man immer on und off zwischen Barcelona und wir waren Regensburg. Ein Jahr hin und her. Und dann hat die Isabella entschieden, dass sie gern sie kommt kurz nach Regensburg. Hat dann auch relativ schnell Deutsch gelernt und ist alles super gewesen. Plus das Reisen an sich war immer noch in mir oder in uns. Und wir haben uns dann so einen VW-Bus eben zugelegt und sind dann auf Tour gegangen in Europa und haben dann halt gemerkt, wenn man das, also man fängt an mit 2 Wochen, man macht es 4 Wochen, dann sind es auf einmal 2 Monate. Dann haben wir gemerkt, das ist eigentlich, warum müssen wir wieder nach Hause? Das nach Hause wurde eigentlich auch das Fahrzeug. Und so hat sich das Stück für Stück entwickelt, also ich glaube über 1,5 Jahre. Und dann war es eine spontane Aktion, wir haben dann gesagt, da gibt es eine Messe in Düsseldorf für so Caravan-Salon, nennt sich der. Und ich bin immer stecken geblieben mit dem Bus am Strand und habe mich angenervt. Ich wollte halt noch ein Stück weiter und wie es halt so ist, ein bisschen Abenteuer. Und dann haben wir gesagt, jetzt fahren wir da zu der Messe und schauen wir, was es so gibt. Ja, und long story short, ich glaube 2 Monate nach der Aktion in Dezember, wir haben die Auto gekauft. Genau. Das ist ja wirklich ein riesiges Ding, das ist ja auch nicht billig, ne? Oder? Naja, also billig, günstig, es ist unser Haus. Also Leute hier haben halt ein Haus, wir haben halt
jetzt unser Haus vermietet und wir sind jetzt bei meiner Mutter in meinem alten Jugendzimmer, weil wir natürlich das Haus hier vermietet haben. Und wir sind halt auf Reisen in dem Fahrzeug. Also, und es ist auch wie solche Fahrzeuge für Leute, die sich wirklich dafür interessieren, die wissen es auch in der Overland-Szene, das ist wie ein Haus, ein Investment in ein Haus. Es ist nicht wie beim Auto, dass es dann so viel Wert verliert. Im Endeffekt sind die sehr wertstabil. Aber von den Kosten her auch wie so ein Familienhaus, kann man sagen? Naja, ja, also jetzt bei uns in Ringsburg wahrscheinlich nicht mehr. Also, aber es ist möglich. Also es gibt ja auch, die Banken finanzieren auch sowas, ja. So sage ich es nur. Jetzt hast du schon gesagt, also ihr wart dann immer länger mal am Stück unterwegs. Das heißt, wie ist es dann mit dem Job? Also habt ihr das dann beide gekündigt? Du kommst ja ursprünglich aus Brasilien, warst dann aber zu der Zeit in Spanien eben. Wie war das dann? Also habt ihr dann gesagt, wir kündigen beide unsere Jobs oder wie war das? Wann wir waren in unserer Reise in Europa, war möglich für mich, war selbstständig und dann war möglich, dass ich habe meine Arbeit gemacht, aber war wie Telemarketing, was ich habe gemacht und dann war nicht möglich, wann wir waren in Nordamerika, weil da ist eine Verschiebung über 8 Stunden und dann ich muss erkündigen, meine Arbeit. Und jetzt unsere Arbeit ist unser YouTube-Kanal. Eine Kuchen... Wie heißt das? Ja, Design. Sie designt Kuchen. Also sie ist eigentlich auch Bäckerin, aber kann man alles machen. Auf der Reise eher schlecht. Aber wir haben auch einen Ofen im Auto, so ist es nicht. Ab und zu kriege ich Kuchen. Richtig. Ja, und bei dir war es dann so? Ich habe die eine Firma, meine Anteile, ich hatte nette Partner, danke nochmal daran. Also wie ich im Krankenhaus lag, die meinten dann, okay, wir können jetzt einen kleinen Fade-out machen, machst halt eine Pause, solange bis du wieder gesund bist. Wir sind jetzt nicht reich, aber wir haben gemerkt, für so eine Reise, wenn das Fahrzeug da ist, und man braucht auch nicht so ein Fahrzeug, wie wir haben. Also wir haben Leute kennengelernt auf der Reise, die fahren mit dem Fahrrad um die Welt, schlafen im Zelt, Jeep mit Dachzelt, solche Sachen. Auf der Reise ist es wirklich, wir brauchen, also wir haben es jetzt hier gemerkt, wir waren jetzt einen Monat hier, man braucht diesen Luxus nicht mehr. Also, und Luxus sehen wir jetzt schon an, ja, kleine Dinge. Also ein schönes Bad ist super Luxus. Jetzt die Badewanne zu Hause. Ich gehe jetzt halt jeden Tag in die Badewanne bei meiner Mutter, weil wir haben halt keine Badewanne dabei. Aber dafür, die brauchst du auch nicht auf der Reise. Wir haben eine Dusche in dem Fahrzeug, wir haben eine Außendusche. Überall auf der Welt, wo du rumfährst, gibt es auch, wir sind jetzt nicht so auf Campingplätzen, weil wir natürlich das Geld sparen wollen, aber es gibt überall in den Nationalparks Duschen, etc. Also wir leben jetzt auch nicht wie die Hippies, stinken hoffentlich nicht, das kannst du jetzt bestätigen. Nee, aber es geht halt einfach darum, man braucht nicht mehr so viel. Also die Ansprüche, ich war verschrien damals bei meinen Freunden vor 30, ich habe zu meinem 30. Geburtstag 1 Million Deutschmark in einem Frame bekommen, in einem Bilderrahmen und habe gesagt, das ist jetzt deine erste Million, weil ich war verschrien als... Ich habe jetzt lange Haare, Bart, war Kurzhaare, hatte Krawatte, war immer im Job, bin in der Welt rumgeflogen, um zu arbeiten. Und das ging halt dann auf meinen Körper. Also es war halt einfach zu viel. Jetzt bei euren Reisen habt ihr dann irgendwann auch festgestellt, Mensch, die Leute interessieren sich auch dafür. Ihr habt ja auch immer gefilmt, also das war auch so eure Intention. Oder vielleicht mal grundsätzlich geklärt, was ist euer Ziel, warum macht ihr das Ganze? Für euch oder für andere oder was? Also wir machen... Prinzipiell hat sich das Ganze so ergeben, dass wir jetzt eben einen YouTube-Kanal haben, Live and Give 4x4, also 4x4, und Instagram, Facebook, Patreon. Das hat sich entwickelt, wie wir losgefahren sind. Wir haben erstmal eine Testrunde mit dem Fahrzeug gemacht nach Italien. Sind dann, was man normalerweise hier, wenn einer sagt, ja, ich fahre jetzt mal am Gardasee, dann ist er in 5 Stunden da. Wir hatten von hier bis an den Zipfel unten von Italien 3 Monate. Haben wir uns einfach Zeit genommen, dann haben wir ein ganz anderes Italien kennengelernt, dann haben wir auch wieder die Leute kennengelernt. So ist die Reise dann eigentlich richtig losgegangen. Und dort habe ich mir dann eine Drohne geleistet, das kam damals so auf, das war 2017. Ja. Und das hat halt riesen Spaß gemacht und dann haben wir einfach mal Filme produziert. Ja, in der Beginning war vor Freunden, Familie, das sehen, was wir, die Erfahrung, die wir haben jeden Tag, war nur wie das. Aber dann hat das Auto verschiffen zu Kanada und da war ein Boom. Leute lieben die Auto und lieben dir zu folgen. Und in 1,5 Jahr, wir haben 25.000 Leute, die folgen uns. Auf YouTube. Auf YouTube. Und das ist richtig gut für die Zeit. Absolut. Ja, ja. Und
Und wir bekommen halt jetzt, weil du gefragt hast, wie sowas dann läuft, das ist jetzt nicht, dass YouTube, ich glaube, YouTuber da draußen wissen, es ist jetzt nicht so leicht, Geld zu verdienen, aber YouTube ist eine schöne Plattform, um was, ja, um sich halt zu präsentieren. Genau. Und deswegen sitzen wir auch, glaube ich, jetzt hier im Radio, weil vielleicht hast du, der eine oder andere hat uns in YouTube gesehen, so wurden wir hierher empfohlen und so läuft jetzt die ganze Sache ab. Wir wollen mit unserem Live and Give leben und geben. Wir wollen natürlich leben, wir wollen unseren Kühlschrank füllen und unseren Dieseltank füllen, aber mehr brauchen wir auch nicht. Und wir wollen auch in Zukunft zurückgeben, wir geben auch schon zurück. Wir haben in Haida zum Beispiel, Haida, Alaska, haben wir ein Projekt unterstützt, da bauen die eine Schule für die Natives, also für die, man sagt bei uns in Bayern für die Indianer, aber es ist da oben, das sind die Natives, dass die halt eine Schule dort bekommen. Und so kleine Projekte unterstützen wir jetzt schon. Wollen natürlich langfristig einfach so weiterleben und wenn es geht, jetzt geht es nach Südamerika runter, da kommt auch die Armut vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht dem einen oder anderen beim Häuschen bauen. In Alaska haben wir auch einem Fischermann seine Porch, wie sagt man, seine Terrasse mitgebaut für zwei Tage. Dann haben wir jetzt in Florida, wo wir von dort aus sind wir dann nach Deutschland, haben wir einem Kollegen, der hat sich ein Haus gekauft, mit das Haus mit saniert, mitgeholfen. Also über solche Arbeiten verdient er auch ein bisschen was? Und dann Nein, in dem Fall nicht, weil du darfst ja auch nicht arbeiten mit unserem Visum. Also wir haben ein sechsmonatiges, ganz normales, nicht normales, also Touristenvisum. Wir haben es natürlich bei der Botschaft beantragt, von 3 auf 6. Aber du darfst nicht arbeiten damit. In dem Fall war es jetzt so mit dem letzten Haus, der passt jetzt auf unsere Hunde auf für die 4 Wochen. Da steht unser Auto und unsere 2 Hunde sind bei dem. Die kennen wir schon, das Pärchen, das sind verlässliche Leute. Bei dem Mann in Alaska, wo wir das Haus, wo wir mitgeholfen haben, der war Fischermann und der hat uns dann auch mit seinem Boot halt mal rausgenommen zum Heilboot-Fishing. Das sind halt immer so Leben und Geben. Ja. Also es ergibt sich so. Aber so Geld verdienen so auf diese Art darf man nicht, also kann man nicht. Aber über YouTube und Patreon, auf Patreon kann man sich bei uns extra Videos anschauen, man kann auch mal mit uns persönlich telefonieren, da steht dann auch ein kleiner, gibt es Rewards und Goals auf dieser Seite, da kann sich dann kann man sich für $5 extra Videos anschauen, How-to-do-Videos, wie macht ihr das, wie habt ihr das verschifft, wie die Hunde dabei. Das kriegt ihr dann, oder dieses Geld, das dann da ist? Ja, Patreon hat einen kleinen Anteil, das ist halt sowas wie YouTube, aber es ist eine Plattform, die macht es einem einfacher, einem Künstler in dem Sinn als YouTuber, einfach einfacher, sich jetzt nicht noch extra eine Webpage bauen zu müssen. Ja. Wir haben aber auch vor in Zukunft, die ist under construction, liveandgive4x4.com, wer da will, kann schon draufschauen. Momentan ist bloß ein Foto und ein Link zu Patreon. Wir werden aber auch vielleicht von T-Shirts, Cappies, Mützen, vielleicht ein bisschen was Kleines designen. Wir wollen auch dieses Jahr ein digitales Kurs machen, dass Leute lernen, wie können du auch diesen Lebensstil haben. Also, dass andere Leute davon Genau. Quasi, ja. So, also, was wir jetzt hier kurz angeschnitten haben, wie ist es möglich? Ich meine, das war jetzt, was wir hier erzählen in 2-3 Stunden, da steckt ja auch was dahinter. Der ganze Prozess waren 1,5-2 Jahre und da kann man das ja auch mal die Erfahrung weitergeben. Ja. Was muss man machen, dass man Visum bekommt? Wie kann man so ein Fahrzeug bekommen? Kann ich es finanzieren? Seid ihr reich? Wir kriegen ständig solche Fragen. Ja. Seid ihr reich? Nein, wir sind es nicht. Ja, aber wie könnt ihr dann das Auto euch leisten? Ja, es ist halt, wir haben das Einzige, was ich sagen kann, schon voraus. Wir haben ein Haus, also ich habe ein Haus und das habe ich jetzt vermietet. Aber das ist nicht, also wie gesagt, wir sind nicht reich. Also es reicht gerade mal, dass man von einem Monat zum nächsten kommt. Aber man braucht ja auch nicht mehr so viel. Ich brauche keine 2 Fahrzeuge im Auto, ich brauche keine Stromrechnung zahlen, ich muss kein Gas mehr zahlen. Wir haben Solarpaneele am Auto, wir haben einen großen Wassertank, den man überall umsonst auf dieser Welt, auch bei uns in Deutschland, auffüllen darf und kann. Wir laden die Batterie beim Fahren, wir haben einen Dieselgenerator mit integriert. Also wir sind autark. Und so ganz einfache Sachen mal, jetzt Beispiel Krankenversicherung, was ist da? Also seid ihr da ein Krankenversicherer oder sagt ihr, nee, wird schon nichts passieren? Nee, natürlich. Also wir sind immer noch deutsch. Wir sind immer noch deutsch. Er kann nichts über das Leben, ohne Versicherung. Wir waren gestern wieder bei meinem Versicherungsmenschen, vielen Dank dafür. Aber es gibt Möglichkeiten und genau diese Themen, da könnten wir jetzt stundenlang drüber diskutieren, aber genau diese Themen wollen wir eben dann auch den Menschen, die wirklich Interesse haben und die das wirklich wollen. Es ist möglich. Es ist jetzt, ich sage nur so viel, bei mir ist es momentan günstiger, jetzt so versichert zu sein, weltweit, wie wenn ich jetzt hier leben würde.
Das heißt aber nicht, dass ich hier nicht versichert bin. Also, aber es gibt einen Weg und der ist auch legal und ist alles vollkommen okay. Aber es ist halt, es braucht halt Erfahrung. Mhm. Und das war ziemlich, hat uns ziemlich viele Kopfschmerzen bereitet. Und dann haben wir halt einfach gesagt, wir machen es jetzt und dann im Endeffekt ergibt sich alles. Eben, also man muss einfach mal probieren und dann sieht man, wo man landet. Jetzt so unterwegs, was isst man da? Du hast gerade mal schön gesagt, wenn du hier bist, vermisst du den Leberkäse dann, weil den gibt's sonst nicht. Genau. Also heute Morgen haben wir ja gerade festgestellt, es ist ganz schlecht. Ich meine, ich habe jetzt halt zugenommen. Gott sei Dank ist es Radio, kein Fernsehen. Aber heute hat mir meine Mutter einen Leberkäse mitgebracht in der Früh, weil wir halt den Leberkäse nirgends kriegen momentan. Und ich vermisse auch viel den Sonntag Schweinebraten. So Leberkäse? Ich mache nichts. Ich mag, ist lecker. Ja. aber auf der Reise, also ich meine, wir haben das so aufgeteilt, ich bin jetzt hoffentlich kein Macho, wenn ich sage, aber Isabella kocht. und Isabella kocht eigentlich sehr gesund. Das einzige Problem ist, ich esse halt auch gesunde Sachen, doppelte Portionen. Also das sollte ich vielleicht einstellen dieses Jahr. Nee, aber vom Essen her, wir haben recht viel Elch gegessen. Die Reise ging, vielleicht kann man das kurz noch sagen, die Reise ging von Kanada von Ost nach West. Wir sind in Halifax angekommen, haben das Auto verschifft, 3 Wochen am Boot, kamen dann von Halifax an, sind dann nach Westen an die Westküste, komplett durch Kanada durch, sind dann hoch nach Alaska, 3 Monate Alaska. Und dort oben diese Zeit, da essen die Leute, da wenn man mal ein Beef, wie sagt man, Rindfleisch will, das ist dann schon Luxus. Also da oben ist es mehr so Elch, Reindeer und irgendwas. Die jagen ja recht viel da oben. Also das Bär haben wir gegessen. Bär. Wir haben auch mal einen Bären gegessen. Ja, Bär gegessen. Er wollte uns fressen, also haben wir auch mal gesagt, wir dürfen ihn auch mal probieren. Hasen. Also es ist, ich habe nie gefischt vorher. Also dann oben haben die Leute mir halt einfach mal so eine Angelhaken gegeben und haben gesagt, da probier's mal. Und es ist, wenn mir noch einer erzählt, dass Fischen schwer ist, das kann ich nicht bestätigen. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es in Alaska oben Fisch wie Heu gibt. Und da haben wir dann auch ab und zu selber uns ernährt, das spart dann auch wieder Geld. Wir haben es natürlich nicht so, dass wir jetzt nur gesagt haben, ich muss jetzt fischen, damit ich was zum Essen habe. Wir haben auch unseren Kühlschrank dabei. Wir hatten dann Robbenfleisch, hatten wir auch mal, das war in Neufundland, Labrador waren wir auch, im Winter sogar, mit Schnee und Eis. Was war das Exotischste dann? Ein Lachs habe ich mal gefangen auch. Da habe ich Glück gehabt, dass der Bär den nicht... In Mexiko gehabt, Fallen. Walfleisch, ja. Also man probiert halt sich halt mal durch und man wird auch definitiv nicht verhungern. Nein. Genau, also jetzt habt ihr schon wieder Fernweh, es geht auch schon bald wieder weiter, jetzt momentan bei deiner Mutter in Regensburg untergebracht, ne? Genau, richtig. Also da lebt er jetzt momentan, das heißt, und jetzt geht es dann wieder los, wohin? Florida. Unsere Hunde sind in Florida und dann... Die Hunde sind jetzt auch momentan da? Ja, ja, und die Auto. Und dann wir gehen in Florida und wir gehen runter, south. Mhm. Und wir machen Miami, Key West und dann zurück nach oben, Richtung Texas. Und dann nach Texas starten unser Weg zu Tierra del Fuego, zu Argentina, Uruguay, South America. Das heißt, wie lange seid ihr dann unterwegs jetzt? Das ist immer die schöne Frage. Am Anfang, wir wollten eigentlich schon lange in Argentinien sein und schon wieder in Afrika und von Südafrika wieder nach Hause fahren. Jetzt sind wir schon 2 Jahre on the road und man wird immer langsamer, weil es halt einfach Spaß macht. So, also die Frage, wann ist es aus? Jetzt ganz ehrlich, wenn kein Geld mehr da ist, dann ist es aus, logisch, aber wir versuchen es und wir glauben dran, dass es funktioniert und momentan geht's, dass das monatliche Budget, was wir halt brauchen, das haben wir irgendwie gemanagt. Und von dem her nehmen wir uns jetzt die Zeit. Mhm. Uns gefällt Baja, California, Mexiko so sehr, dass wir jetzt das zweite Mal hinfahren. Da haben wir jetzt auch Freunde dort. Und von dort aus geht es dann schön Richtung Guatemala, Costa Rica, Panama. Und dann muss man auch nochmal verschiffen, das Auto dort. Da gibt es die Darien Gap. Wir können es nicht sagen, aber 1 bis 2 Jahre lassen wir uns auf jeden Fall noch Zeit. Jetzt ist immer so typisch deutsch, Pünktlichkeit, schauen auf die Uhr. Ihr habt es zumindest geschafft, dass er auch pünktlich zur Sendung kommt, aber verliert ihr da so ein bisschen das Zeitgefühl, weil wenn ihr jetzt da unterwegs seid, dann spielt es keine Rolle, ob es jetzt 3:30 ist oder 10 am Morgen oder was auch immer. Also das ist eigentlich genau das Schöne dran, also von wegzukommen von diesem neuen 9-to-5-Modus, von diesem jeder ist gestresst und ich muss.
Wir haben auch unsere Verpflichtungen. Also so ein Alltag bei uns, wir haben halt andere Verpflichtungen. Ich muss schauen, dass meine Toilette immer geleert wird alle 3-4 Tage, weil sonst muss ich draußen, wir haben eine Toilette an Bord. Ich muss schauen, dass Wasser nachgefüllt wird und ich muss, ja, Strom haben wir eigentlich. Ja. Und dass der Kühlschrank gefüllt wird, das sind so unsere Termine. Aber die kann man sich natürlich dann selber einteilen. Wenn da ein Dorf kommt jetzt am Weg, dann gibt es da einen Supermarkt, dann bleiben wir halt da stehen. Mhm. Aber das Gefühl an sich verliert man ein bisschen. Also jetzt hier diese 4 Wochen, für mich waren die sehr anstrengend, sehr schön, mit Freunden natürlich, ja, wieder. Wir waren auch mal in Regensburg unterwegs, logisch. Es war alles wunderschön, aber sehr anstrengend, weil man muss sich hier wieder anpassen. Jeder hat seine eigenen Termine, jeder hat sein eigenes Leben. Und wir sind halt, wir machen, ja, wir schlafen, wenn wir müde sind, wir essen, wenn wir hungrig sind. Dieses um 12 Uhr Mittagessen, ja, existiert nicht. Existiert da null, gar nicht. Also es kann sein, dass wir manchmal um 12 Uhr erst frühstücken oder, ja, oder je nachdem, was sich ergibt. Dass wir treffen jemanden, der sagt, willst du bei uns vorbeikommen kurz, ob es 4 ist, 5 ist. Ja, natürlich, wenn es ein netter Kerl ist. Richtig. Das hat sich alles verschoben. Mhm. Und man ist lang wach. Wir editieren manchmal in die Nacht hinein. Es ergibt sich ja vom Wetter. Wenn es heiß ist, dann sitzen wir halt abends noch länger draußen. Mhm. Ich hole den Laptop raus, mache nochmal ein Video. Aber dann schlafe ich natürlich in der Früh vielleicht auch ein bisschen länger. Und deine Büro ist der Strand, dann ist super. Auf jeden Fall, das habt ihr jetzt bald wieder, dieses Gefühl, dass man nicht auf die Uhr schauen muss. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr hier wart und viel Erfolg und viel Spaß weiterhin auf euren Reisen. Dankeschön. Genau. Fabian Zimmermann aus Regensburg und Freundin Isabella lassen sich überhaupt nicht stressen. Sie leben einfach in den Tag hinein. Als Aussteiger kann man sich das erlauben. Sie sind heute im Sonntagstalk auf Charivari. Kurz vor Mittag, Charivari, der Sonntagstalk. Mit den beiden Abenteurern Fabian Zimmermann aus Regensburg und Isabella, seine Lebensgefährtin. Das habt ihr jetzt bald wieder, dieses Gefühl, dass man nicht auf die Uhr schauen muss. Und damit sind wir jetzt auch schon am Ende angelangt. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr hier wart und viel Erfolg und viel Spaß weiterhin auf euren Reisen. Dankeschön. Infos über die beiden und Bilder gibt's auf unserer Homepage charivari.com. And yeah, maybe he can tell you how you in America can find Charivari. In the internet, www.charivari.com. I will show you right now, while he said that, I will put we you will there. Write. We will write it down. See you when we see you. Thank you. Ich freue mich drauf. Ihnen einen schönen Sonntag mit Charivari.